So, Freunde, da bin ich wieder. Es geht weiter mit Dwarf Fortress. Ich hatte jetzt mal angekündigt, dass ich noch ein kleines bisschen weiterlaufen lasse. Das habe ich ja auch gemacht. Man sieht hier, ein paar mehr Räume wurden ausgehoben, aber nicht wirklich viel und nicht wirklich lange. So, nur so ein kleines bisschen. Und wir sind auch hier oben weiter, denke ich. Ja, fast. Also jetzt sind sie gerade dabei zu Gange, dafür zu sorgen, dass wir die ersten Metalle bekommen. Dementsprechend ist halt genau der richtige Moment, um wieder einzusteigen. Das Kohle weiterverarbeiten geht leider nicht mehr, da wir keine mehr haben. Ich habe jetzt hier den Auftrag gegeben, ein bisschen was abzubauen, in der Hoffnung, dass wir damit dann zumindest wieder genug haben, noch ein kleines bisschen länger zu arbeiten. Da ich doch noch ein paar Sachen mehr mit Metall jetzt schon mal machen will, wenn wir die Schmieden aufgebaut haben. Man sieht, unsere Brücke dort oben ist noch in Arbeit. Und das heißt, wir können. Ich habe Shortkeys gesetzt, damit ich in den einzelnen Punkten hin und her springen kann. Das ist für mich sehr praktisch, weil ich so jetzt zum Beispiel sehr schnell wieder zu unseren Zwergen hier unten komme. Und jetzt können wir dort eigentlich weiter zugucken, was sie noch finden. Bisher haben wir hier ein bisschen, ich glaube, Metall oder Plate. Galea, okay, auch einer der, ja doch gar nicht so schlecht, Metalle, aus denen auch Silber rauskommt, gefunden. Und halt angefangen, unsere Räume hier weiter auszuhauen. Wo ist denn der zweite Zwerg? Ah, der zweite Zwerg macht gerade Pause, dann passiert natürlich nicht viel. Ja. Ich werde jetzt den großen Teil dieser Ausbauarbeit noch weiter zeigen. Ist ein bisschen langweilig, also vielleicht nicht langweilig, weil ich es in der Sache finde, dort alles rauszuschneiden. Es gibt schon reichlich Let's Plays bei YouTube, wo einfach der komplette Inhalt rausgeschnitten wurde und dann immer nur gezeigt wird, wenn sich was verändert hat. Das finde ich persönlich auch ein bisschen langweilig und dafür wollte ich dieses Let's Play auch nicht machen. So, gucken wir mal. Nein, immer noch nicht. Die sind da diesmal wohl ein bisschen langsam, weil der Zwerg muss wahrscheinlich nach ganz unten rennen, um sich die für ihn passenden Metalle zu finden. Daher dauert das Ganze ein ordentliches Stück. Unsere Mechanismen sind jedoch schon einige fertig, damit haben wir es also schon ganz gut. Können wir noch warten, bis die Brücke fertig ist, um die dann anzubauen. Das dauert aber auch scheinbar noch ein bisschen. Außerdem sehen wir hier gerade sehr knuffig, dass auf unserer Farm Pilze gewachsen sind. Das sind die Plump Helmets. Und da werden wahrscheinlich irgendwann jetzt gleich Bauern hinkommen und die wieder abbauen. Oh, da ist noch einer mehr dazu gekommen. Ich mag diese Pilze, die haben irgendwie was. Kann noch mal wieder runtersehen. An sich dauert so einen kleinen Raum auszuheben hier ja nicht lange. Das Problem ist halt, dass dieser riesige Vorratsraum ausgehoben werden muss. Und für den braucht so ein Zwerg dann doch einige Zeit. Das kann man nicht mal eben so nebenbei aus der Hand. Da ist schon ein bisschen Aufwand für nötig und dementsprechend dauert das halt recht lange. Vor allem, wie gut ist er jetzt? Okay, er ist schon Master Miner, aber bis zum Legendary dauert es halt noch ein kleines bisschen. Und erst auf Legendary Stufe ist er dann richtig schnell und erreicht quasi sein Optimum. Indem wir uns dann darüber freuen können, dass er uns recht schnell was ausheben kann. Außerdem sind das hier noch die Grundgerüste, das heißt, prinzipiell haben wir hier auch Zeit, das zu machen. Und müssen halt hoffen, wie wir hier sehen, es ist Early Autumn, also in der Zeit, in der ich hier ein bisschen weiterlaufen lasse, ist direkt der Herbst angekommen. Das heißt, prinzipiell können wir ab jetzt in der nächsten Zeit mit einer Karawane rechnen. Was natürlich doof ist, weil ich für die Karawane noch nichts vorbereitet habe und hoffe, bis dahin noch zumindest ein kleines bisschen hinzubekommen. Und sonst muss ich denen zwangsweise einfach nur Steine verkaufen, was sich natürlich irgendwie nicht so lohnt. Dafür sehen wir hier gerade unseren Schmied, der damit beschäftigt ist, dieses Metall zu schmelzen. Also man sieht, wenn man jetzt sich das ausguckt, was drin ist, direkt, dass er das Hämatit da hat oder dass das mit einer Aufgabe beschäftigt ist. Hoffen wir, dass er damit schnell vorankommt. Dann können wir zumindest die Spitzhacke schon mal anfertigen und haben einen weiteren Minenarbeiter. Und alles, was danach an Metallen rauskommt, werde ich wahrscheinlich. Oh, jetzt müsste er fertig sein. Warte, lass da. Ja, Iron Bars. Das ist einmal Eisen. Und damit geben wir jetzt der Schmiede den Auftrag. Unter Weapons and Ammunitions, unter Eisen, die Pick. Die drei Metalle, die noch in Auftrag sind, möchte ich eigentlich dann gerne einsetzen, um Metalcrafts zu machen. Die sind zwar nicht so der Oberhammer, aber, also aus Eisen nicht so der Oberhammer, aber ich hoffe trotzdem wenigstens ein bisschen was damit zu haben, was man verkaufen kann. Wenn das nur so ein paar hundert sind, die man da einen Wert hat, dafür kann man immerhin schon mal ein bisschen was bekommen, um das Überleben fürs nächste Jahr zu sichern. Und dann, ja, bis auf die nächste Karawane zu warten und dann hoffentlich mehr zu haben. Ja, bis dahin wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit vergehen.
Mal sehen, wer hier gerade was macht. Im Oatfurnace wird hier gerade nicht gearbeitet, dort auch nicht. Aber jemand macht sich schon dran, die Eisenpickaxe zu machen. Dann sieht, er geht da gerade rüber und holt sich die Sachen dahin. Und hat, was hat er gerade dafür da? Die eine Charcoal und Iron Bars, das heißt, er macht gleich die Spitzhacke fertig. Währenddessen sieht man, dass da oben ein Pilz abgebaut wurde, der den Farmarbeiter darunter bringt. Also, ich persönlich finde es sehr angenehm, wenn man den Zwergen hier wirklich im Detail zugucken kann und sieht, was genau die da machen. Das ist eigentlich ganz knuffig gemacht. Und mit diesen Zwergenfiguren, die man hat, sieht es auch ganz nett aus. Oh, und scheinbar ist jetzt was fertig. Ja, und gleich, man sieht diese hübschen, ja, das Symbol wie bei Edelsteinen. Das heißt, er hat aber ein Masterpiece gemacht. Das hat eine richtig hohe Qualität. Basic Value 2640. Jetzt bin ich mal ganz dreist und sage hier Forbid. Dann darf der Minenarbeiter sich die erstmal nicht nehmen, weil dieses Ding mit 2640 ist ziemlich viel wert. Das heißt, das können wir einfach zum Verkaufen nehmen und wir können dann aus dem, was gleich hoffentlich noch geschmolzen wird, uns ein paar mehr Pickaxe machen, die wir dann an unsere Arbeiter ausgeben. Dann kann ich mir die Metalcrafts sparen, weil für den Preis, den wir da jetzt haben, das ist schon ziemlich Hammer. Da müssen wir uns nicht so viel Sorgen machen. So, können wir hier auch mal wieder einen Blick drauf werfen. Da passiert jetzt halt nicht so viel. Die ersten Räume sind fertig. Man kann schon mal die Carpenters hier hinbauen. Mit den Carpenters haben wir dann die ersten Arbeitssachen da unten schon fertig. Da können wir auch gleich zwei hinbauen. Können währenddessen mal sagen, dass das, was dahinter liegt, noch weggeräumt werden soll. Einfach nur, damit wir dort nicht so viel Dreck haben. Die Edelsteine räume ich mal nicht direkt weg, weil die sind eigentlich doch, die möchte ich nicht in meinem Dumphaufen drin rumfliegen haben. Außerdem ist hier, wo wollte ich denn davon was hinbauen? Ah, doch, genau. Von hier können schon mal zwei Masons hin. Jetzt haben wir die Grundausrüstung davon schon mal fertig und können, damit das vernünftig funktioniert, die hier oben direkt mal abreißen. Sagen wir hier Remove Building, Masons Workshop, Remove Building. Und ich denke, den Craft Dwarfs Workshop reiße ich auch schon direkt mit ab. Der Mechanics kann auch bleiben, die Destille kann auch erstmal weg. Hier gucken wir mal, wie ob er schon. Ja, da wurde noch nicht weitergearbeitet. Wahrscheinlich haben die gerade andere Sachen zu tun. Zum Beispiel Dump Items oder Pause machen. Pause machen ist immer sehr beliebt bei Zwergen. Ansonsten gucken wir, was wir. Ja, wir können hier auch schon ein paar Craft-Draft-Workshops machen. Wo war das denn darunter? Ja. Dann können wir hier die linke Seite schon mal bebauen. Die rechte wird dann für die Edelsteinverarbeitung zuständig sein. Da unten kommen noch zwei Masons hin, da rechts zwei weitere Carpenter. Dann hat man da auf jeden Fall schon mal ein paar Gebäude. Die aufzubauen wird halt jetzt einige Zeit dauern, weil ja unsere komplette Produktion und alles immer noch weiter oben ist. Das heißt, unsere Zwerge sind auch wirklich beschäftigt. Ich werde jetzt auch mal hier den Auftrag geben, den Durchbruch zu bauen. Denn sonst werden wir wahrscheinlich noch sehr lange brauchen, bis wir unsere Wohnbereiche hier fertig bekommen, die ich eigentlich auch recht früh haben möchte, weil das Problem an der Sache ist, bis wir die haben, sind alle unsere Zwerge immer hier oben in diesem Startbereich, wenn sie Pause haben. Das heißt, alle unsere Arbeiter rennen immer erst einmal komplett wieder hoch, um Pause zu machen. Und das ist natürlich ziemlich für den Arsch für uns, weil dann brauchen die ewig nur, um zur Arbeit zu rennen und zurück. Und da ist es natürlich dann besser, wenn wir das weiter unten haben, dass die viel kürzere Wege haben. Und natürlich soll unser Minenarbeiter jetzt eigentlich in die Arbeit kommen. Und eigentlich müsste man hier auch mal ein bisschen mehr aufräumen. Ich weiß nicht, warum sie das so schlecht machen. Vielleicht ist ihnen der Refuse-Stockpile zu weit weg. Da können wir schon mal einen mit einplanen. Ich denke, den baue ich irgendwo hier hin. So. Da, das passt eigentlich, glaube ich, wohl. Ansonsten ist hier noch nicht viel los. Wir können. Ja, das Feld können wir, solange wir wirklich noch oben sind, eigentlich noch da lassen. Das brauchen wir aber auch nicht mehr so lange. Was sagt denn unsere Vorräte? Ah, das reicht eigentlich. Also das Feld könnten wir dann auch schon abreißen. Das Problem ist, dass wir noch keine Möglichkeit haben, das hier unterirdisch irgendwo hinzubauen. Da muss ich mir noch ganz dringend was überlegen. Weil diese Höhlenstellen hier sind dafür alle nicht wirklich optimal geeignet.
Finden wir da nicht irgendwo was Besseres? Raw Adamantine. Bam. Adamantine, aber im Deutschen auch gerne Adamantium genannt, ist das Beste aller Metalle. Und das haben sie gerade wo gefunden? Dort, in der Wand. Ja, das heißt, direkt in unserem Weg hier bewegt sich eine Adamantium-Ader. Das heißt, wir werden dann hinter hier hoch und runter bauen müssen, um das abzubauen. Weil Adamantium halt wirklich Hammer ist. Davon will ich jetzt, das wird jetzt erstmal mit abgebaut, das will ich aber eigentlich noch gar nicht verarbeiten, weil da es so wertvoll ist, lockt es dann natürlich auch Feinde an. Und bis dahin macht uns das dann wahrscheinlich einiges an Ärger. Aber im Endeffekt, wenn wir das hinter verwenden, daraus kann man die besten Rüstungen fertigen. Das ist echt. Ich hoffe, es stört jetzt nicht, wenn ich ins Mikrofon gepfiffen habe. Ich weiß nicht, wie gut das hinter Soundqualität rauskommt, aber das ist gerade für mich auch so ein bisschen so, boah, übel. Da vergesse ich fast, dass ich mich eigentlich um Nahrung kümmern wollte. Hier gehe ich jetzt erstmal wieder hoch und gucke mal von oben runter. Hier war noch ein Durchgang. Das ist auch alles nicht wirklich gut. Also unsere Nahrungsversorgung wird dort ein bisschen schwieriger werden. Wenn wir Pech haben, muss ich die irgendwo hier oben lassen. Was ja eigentlich gerade eben nicht mein Ziel ist. Oder ich muss doch hier abblocken. Was aber nicht gerade einfach. Was kommt denn? Das scheint eine wirklich große Höhle zu werden in alle Richtungen. Und hier ist Wasser. Prinzipiell möchte ich das Wasser eigentlich nicht zugänglich haben, weil wenn wir schwimmfähige Gegner begegnen, können die dann einfach durchschwimmen. Da haben wir bis jetzt noch keine, aber das muss nichts heißen. Andererseits könnte man dort dran wiederum Fischfang versuchen. Ich befürchte, ich werde die Nahrungsversorgung erst einmal oben lassen müssen und mich dann in diese Höhle hier reinbauen müssen, um zu gucken, wie gut ich hierin vorankomme und was ich dort finde. Das heißt, unsere Nahrungsversorgung wird erstmal weiter oben bleiben. Die eigentliche also die Nahrungsquellversorgung, wo wir unsere ganzen kleinen Rohstoffe herbekommen, die muss hier bleiben. Hoffentlich bekommen wir so schnell keine neuen Zwerge, dann wird das nämlich recht einfach zu halten. Wenn wir davon mehr bekommen, wird das Ganze ziemlich aufwendig. Und eigentlich wäre ich jetzt dafür, dass unsere Metallbearbeiter, also der Expedition Leader ist immer noch auf Pause. Und welches war der andere? Welcher war das? Der Militia Commander war das doch, glaube ich, oder? Ja, der ist gerade mit was? Ach, der trinkt auch gerade. Also der macht quasi auch gerade Pause. Ist natürlich super. Dann können wir nur weiter hier gucken. Also hier dieses Adamantium, diese hübsche blaue Farbe. Und fällt eigentlich schon recht auf. Und das scheint auch eine durchaus größere Ader zu sein. Ich will da jetzt wirklich noch nicht durch. Ich habe mich gestern, nachdem ich die anderen Sachen aufgenommen habe, nochmal hingestellt und ein bisschen durch die Wiki geblättert, um irgendwelche Dinge zu finden, über die ich reden kann. Und bin dabei über den Bereich Fun gekommen. Und dann richtig Fun haben. Und da war dann einer der Wege, Beschreibung dazu hin, was ich gerade durch eine Adamantium-Ader nach unten arbeiten. Dementsprechend möchte ich das jetzt nicht. Ich habe das selber noch nicht ausprobiert, weder in dieser Welt noch in anderen Welten. Da bin ich so weit runter nicht gekommen. Aber ich will es gerade deswegen auch nicht herausfordern. Da stelle ich mich lieber hin und baue hier meine restlichen Sachen noch fertig. Dort. Kommen hier lieber jetzt die beiden Masons hin. Die Edelsteinverarbeitung werde ich noch nicht aufsetzen. Die brauchen wir nämlich noch nicht zwingend. Ich denke, da werde ich bald eher auch noch was heißt Steinverarbeitung, Metallverarbeitung aufsetzen. Aber dafür müssen wir erstmal wieder Arbeitskräfte frei haben, die buddeln können. Das heißt, das Ganze wird einige Zeit dauern, bis wir hier unten vorankommen. Und vor allen Dingen, solange unsere Leute hier oben nicht am Metallsachen arbeiten sind, weil ich gerne den letzten